Mortus ist ein Propagandist neuer Musik. Er gehört mit zu diesem Teil, der eine wirklich musikalische Moderne für die DDR mitproduziert hat. Da hat er eine Schlüsselstellung, er war auch in vielen Funktionen und hat wirklich geholfen, dass neue Musik, dass moderne Musik unbefragter Teil unseres künstlerischen und kulturellen Selbstverständnisses damals war. Concerto for Two, ein Geburtstagsgeschenk des Komponisten an den Dirigenten Kurt Masur, der es mit den New Yorker Philharmonikern uraufführte. Die beiden lernten sich an der Komischen Oper in Berlin kennen. Das war 1962. Von da an begann eigentlich unsere gemeinsame Arbeit, sehr oft lange Gespräche in Notsituationen, in kritischen... Nicht nur über Musik? Nicht nur über Musik, in kritischen Situationen, sodass eine Vertrautheit miteinander und ein Vertrauen zwischen uns entstanden ist, welches uns heute als ganz enge Freunde zusammenleben lässt. Die Gewandhaus-Sinfonie. Sie erinnert auch an den denkwürdigen 8. Oktober 1989. Ich bin dann sehr schwer nach Leipzig reingekommen, bin dann eigentlich mit den Demonstranten zum Gewandhaus gewandert. Und dann war das ein ganz bewegender Augenblick, als ich dann die Stimme meines Freundes Kurt Masur hörte, der dazu aufrief, sowohl die Polizisten wie die Demonstranten keine Gewalt aufkommen zu lassen. Es war eine Aufbruchstimmung, die ganz große Hoffnung hatte. Also er ist ein Theaterkomponist, nicht? Also ihn interessiert nicht irgendwelche musikalische Spielerei, sondern ihn interessiert ein Drama. Und das komponiert er in seiner eigenen Art und Weise. Aber dass man als Regisseur eigentlich aus seiner Partitur immer rauslesen kann, was er eigentlich mit seiner Musik, mit dem Text sagen will. Und das ist natürlich nicht so häufig, aber da ist er in bester Tradition zu großen Komponisten der Vergangenheit. Es wurde vor 3-4 Jahren im Königsberger Dom mein Tedeum aufgeführt, das ich zur musikalischen Weihe, das ist eine Bezeichnung, die man mir gesagt hat, zur musikalischen Weihe der Frauenkirche komponiert habe und Kurt Masur uraufgeführt hat. Das sozusagen im Königsberger Dom, in meiner Heimat, wenn auch ein bisschen sozusagen von diesem Bauernjungen, von dieser Rotznase da etwas aufgeführt, das fand ich schon ganz toll. Sie leben hier im Brandenburgischen, in der Natur, in der Idylle. Was ziehen Sie daraus? Naturverbundenheit hat einen großen Einfluss schon auf meine Stücke. Ich habe ein Paukenkonzert geschrieben, Der Wald. Das habe ich von hier abgeschrieben. Ich habe ein Hafenkonzert geschrieben, Der See. Da drüben ist der See. Habe ich abgeschrieben. Das Land Phantasien wird vom Nichts bedroht, weil die kindliche Kaiserin krank ist. Retten kann sie nur ein Menschenkind, indem es einen neuen Namen für sie erfindet. Im April 2004 wird die unendliche Geschichte fast zeitgleich in Weimar und Trier uraufgeführt. Zu ihrem 80. Das wissen Sie vielleicht noch gar nicht, wird es eine große Tagung Ihnen zu Ehren geben. Wie fühlt sich das an? Ja, ich freue mich sehr darauf und dass sozusagen mein Wirken und so und meine Kompositionen und mein Schaffen also für so eine Tagung ein Objekt sein kann. Absolut.
Es wird in Weimar stattfinden. Ja. Viele Menschen werden dieses Symposium besuchen. Es geht 4 Tage lang. Ist das nicht ein bisschen zu viel der Ehre? Ich weiß es nicht. Es geht ja nicht um Ehre, sondern es geht darum, dass die Tagung interessant wird und dass wir da interessante Konzerte haben und interessante Themen. Ich glaube, dann spielt alles andere keine Rolle. Dann ist sie vielleicht zu kurz noch.